Hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute für euch einen Indoor-Bumerang. Und das Ganze aus Papier. So, wenn sich meine Kamera auch wieder gerade einstellt, da ist sie. Fangen wir mal an. Und zwar benutzen wir ganz normales dünner Vierpapier. Knicken das Ganze genau in der Hälfte. So. Dieses kein Origami. Weil wir benutzen gleich auch eine Schere, zerreißen hier. Aber er funktioniert zumindest. So, jetzt fangen wir damit an. Legen wir erstmal zur Seite. Jetzt fangen wir damit an, den halb zu legen. So. Klappen wir das. Das wird eine Seite davon. Jetzt klappen wir das Ganze auf. Nehmen die Außenseite und legen sie bis zur Knickstelle in der Mitte. Sehen wir bei weißem Papier. Also super sehen kann. Ja, also ich habe jetzt hier, wie man sieht, bis zur Mitte gelegt. So, das kannst du auch von der anderen Seite. Knicken das Ganze zu. Einmal. Und schärfen die Kanten. So, das wäre Nummer 1. Das Ganze machen wir jetzt noch mit dem zweiten. Wieder auf die Hälfte zusammenlegen. So super was, was man mit Kindern machen kann. Der ist super einfach. Könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier und da, wenn ich Lust und Zeit habe. Kommen auch immer mal neue Videos dazu. Oh, der war schief geknickt. Übrigens, hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. So, jetzt haben wir schon mal diese beiden. Jetzt benutzen wir ein bisschen Tesafilm. Kleben die Seiten zu. Man jetzt schön im Blitzlicht hier und da mal sehen kann. So. Da das ein recht langes Stück ist, machen wir da zwei aus. Dasselbe machen wir mit dem anderen natürlich auch. Man soll es gar nicht glauben, dieser Bumerang funktioniert. Sogar in einigermaßen kleinen Räumen. So. Jetzt ermitteln wir einmal den Mittelpunkt. Jetzt habe ich hier Tesafilm alles zugemacht. Jetzt ermittle ich einmal den Mittelpunkt, indem ich den zusammenlege. Hier knicke, wie man sieht. So. Genau, und im Knickpunkt mache ich mir eine Markierung, wie man sieht. Das ist mein Mittelpunkt. Diesen Mittelpunkt übertrage ich auf den anderen. So.
Jetzt drehe ich die eine Markierung nach unten, die andere Markierung oben drauf. So kann ich ein bisschen ausjustieren, damit ich hier mittig bin. Auf der Seite auch. Gucke, dass das Ganze kreuzförmig einigermaßen schick ist. Und wieder Tesafilm drüber zum Fixieren. So, das Ganze auf der anderen Seite auch. Alright. Als nächstes schneiden wir hier zwei kleine Stücke ein, und zwar na, so einen halben Zentimeter tief und so 3 Zentimeter breit ungefähr. Wie kann man das zeigen? Einmal, der zweite ist hier. So, das Ganze mache ich jetzt hier Pi mal Auge. Könnt das natürlich schöner abmessen, dass ihr die Abstände alle auch schön habt. So, und der letzte. Okay. Bevor ich diese umknicke, knicke ich jetzt erstmal alle 4 Seiten so hoch, wie man sieht. So. So, wie die Landeklappen beim Flugzeug, Entschuldigung. Knicke ich diese ein bisschen runter, wie man hier sieht. Das ist so ein bisschen ausprobieren, wenn man den wirft. Merkt man, aha, wie groß ist der Radius, den der Bumerang fliegt. Dann kann man damit so ein bisschen rumspielen, rumhantieren und so weiter. Jetzt knickt man den noch einmal so ein ganz kleines bisschen in die Mitte. So. Und fertig, dass unser Bumerang geworfen wird, dieser, indem diese Ecke bei euch in der Hand liegt und ihr einfach ihn wegwirft. Ganz einfache Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bastelt schön mit euren Kindern oder zu Hause ganz allein, wie auch immer. Ich sag mal Tschüss.